Beruhigen Sie sich doch. Das ist kein guter Ort hier. Verstehen Sie das jetzt? Hunger macht uns alle geisteskrank. Fressen oder gefressen werden ist meine Devise in derartigen Fällen. Bonjour, mes amis. Ich bitte zu Tisch an meiner Tafel und ein leeres Grinsen spiegelt sich im Silberglanz der Gabel. Mir füllt der Simmentaler Rinderwahn den Magen und zu Boden plätschern literweise Billigweinkaskaden zwischen Syringa Vulgaris in den kristallinen Vasen. Nach nem tiefen Blick ins Glas, es tat als China-Imitate. Im Hintergrund berieselt von Vinylplatten von Brahms und eingehüllt in fliederfarbener gedimmter Lichtfassade. Ist ein Bild für die Götter. Meine Angriffspose, der Prolog im Handlungsbogen meiner Zwangsneurose. Mein ewiger Perfektionismus eingepfercht in den Zwinger aller tatsächlichen Optionen meines Pandemoniums, in dem ich residier wie ein König in morbidem Ambiente, bonierten Wahnvorstellungen, unkontrollierbaren Zwängen und mit nem reich gefüllten Fundus der groteskesten Idee. Ich bin in deiner flachen Welt deine komplexe Entität. Unter Eingeweihten genieß ich nen Hype. Ohne Hype versinkt Zeile um Zeile weiter in der Zeitlosigkeit und werd älter und älter, doch merk, je weißer mein Fleisch, desto weiser mein Geist. Schenk dir gern reinen Wein ein, denn euer Speis und Trank werden in meinem Mund zu weichem Saal. Ich kann nicht genießen, was die Welt mir zubereitet hat. Heiß gelaufen, spuck ich Gift und Galle bis mein Speicheldarm. Du kannst meinen Hunger hören, denn er macht mich geisteskrank. Ich bin der Welt ein immer satter Widersacher. Meine inneren Dämonen kochen nie mit Wasser. Jede Geschmacklosigkeit meinerseits ist ein Kieferknacker. Gegen euren Schalen ein Heizbrei. Haben Sie den Zusammenhang mit Ihrer eigenen Persönlichkeit verstanden? Kein Psychopath akzeptiert seine eigene Diagnose. Ich schon. Ein Beispiel. Der Mangel an Empathie bei einem Psychopathen. Der Ton macht die Musik und die Musik kommt von Herzen. Oh, fuck, dann hab ich wohl ne Thorax-Dysphonie. Das Dior Sauvage-Parfüm treibt mir den moralischen Mief aus jedem olfaktorisch wahrnehmbaren Korpus-Molekül. Ich lächel nie, lächel nie. Nein, ich hab ständig schlechte Laune. Schau in meinen Spiegel und leere dem Candyman das Grauen. Mein Mienenspiel reicht keine Empathie nach Hause. Mein Gewissen klingt wie Störfrequenzen rauschen. Nein, ich lächel, lächel nie, lächel nie. Nein, ich bin ständig abgefuckt. Hörst du mich sprechen ohne Beat? Dann ist das Menschenhass unplugged. Blick mir tief in entsetzlich leeren Augen. Was hilft mir ne Therapie, wenn ich den Exorzisten brauche? Ich schreib gute Nachtgeschichten à la Struwwelpeter. Diktiert als Zungenschlag fertige Zarathustra-Lehren. Mit strenger Suppenkasper-Ethik in der Schlussakt-Szene. Gebot auf Bluthunger, als hätte ich Barracuda-Gene. Kritische Stimmen sagen mir, dass es meinen Werken an Seele fehlt. Danke für das Kompliment, Virgil hört mein Demo-Tape. Meine Gedankenwelt ist ein Bett. Diarium, Notionen streifen wie Chimären durch den Epithalamus. Ich zähm sie mir und mach aus ihren Wellen Serenadenkunst. Hält sie dir auf den Hals für eine zervikale Glattrasur und entfern dir den Kloß, den deine sehr beschränkte Wahrnehmung dir eingepflanzt hat wie ein Karzinom im letzten Stadium. Selbst die äußerste Schicht in meinem peripheren Sprachzentrum zerlegt euter das Tisch jeden mit elitärer Maßregelung, der mir erklären will, ich sei als Rapper nicht begabt genug, noch spürbar bis zu seiner nachsterblichen Astralgeburt. Ich lächel nie, lächel nie. Nein, ich hab ständig schlechte Laune. Schau in meinen Spiegel und leere dem Candyman das Grauen. Mein Mienenspiel reicht keine Empathie nach Hause. Mein Gewissen klingt wie Störfrequenzen rauschen. Nein, ich lächel, lächel nie, lächel nie. Nein, ich bin ständig abgefuckt. Hörst du mich sprechen ohne Beat? Dann ist das Menschenhass unplugged. Blick mir tief in entsetzlich leeren Augen. Was hilft mir ne Therapie, wenn ich den Exorzisten brauche? In der Realität waren sie ein entsetzlicher, perverser Satan.